Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu SimCity 4. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier weiter in unserer Stadt unterwegs und sind expandiert, machen jetzt einiges anders. Wir trennen jetzt nämlich Gewerbegebiete und Wohngebiete. Und genau, der Tipp, was ich in meinem privaten Durchgang schon rausgefunden habe, hilft sehr gut, wie ich finde. Und genau, ich sehe gerade, dass wir hier herstellende Industrie brauchen. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen hier um. Ja, sieht doch gut aus. Sieht doch gut aus, nur dass viele Wohngebäude halt, ja, verlassen sind oder Gewerbegebäude auch verlassen. Ja gut, aber da können wir was gegen machen. Gut, Freunde, dann gehen wir mal in unsere Industriestadt. Direkt zum Anfang der Folge hier. Ich meine, warum denn nicht? Ne? Was ist das hier? Neue Stadt. Das ist unsere Industriestadt. Genau, Freunde. Wir haben nämlich herstellende Industrienachfrage. Genau. Und ja, bedienen wir die einfach mal. Oh, was ist das denn? Unzureichende Gelder? Was zur Hölle? Na gut, dann macht das mal so. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei SimCity 4. Und hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, wie wir hier weiter unsere Region aufbauen mit unserer Hauptstadt. Und ich frage mich gerade tatsächlich, warum wir hier so viele Kraftwerke brauchen. In unserer Industriestadt, weil eigentlich braucht man die nicht. So. Die haben gerade eben gesagt, ohne Nass kein Spaß. Nee, passt eigentlich auch. Gut. Dann bauen wir denen halt jetzt gleich nochmal ein Kraftwerk hier hin. So. Gut, Freunde. Wie gesagt, ich habe ja beim letzten Mal schon erwähnt, dass ich SimCity auch privat spiele. Und in meinem privaten Durchgang ist mir tatsächlich einiges aufgefallen, was wir hier noch anders machen können für unseren Aufbau. Und da würde ich sagen, jo, packen wir das mal an. So. Wieso ohne Nass kein Spaß? Wir haben doch hier schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 8 Wasserpumpen. Ja, ist in Ordnung. So. So. Wunderbar. Herstellungsindustrie. Ist nämlich tatsächlich so, dass ich die in meinem privaten Durchgang gar nicht gebraucht habe mehr, weil ich einfach so viel schon hatte an Industrie. Oha. Oha. Das ist natürlich bitter. Wassermangel. Verdammt. Na gut, Wassermangel. Nein, nicht das Kraftwerk. Ach ja, jetzt bin ich aus Versehen hier. zu schnell mit dem... Mit der Abrissbirne umgegangen. So. Oh ja, dann können wir ja weitermachen. Ja, ich baue euch das Kraftwerk gleich schon wieder nach hier. Ah, und es brennt. Okay. Ihr kennt meine Methode. Einfach eine Feuerwache hinstellen. So. Jo. Aber diesmal ohne einen Betrieb abzureißen. Hey, das ist schon ein Fortschritt. Muss ich sagen. So, dann warten wir jetzt nochmal, bis wir das Kraftwerk wieder hier hinstellen können. Wir brauchen noch eine Wasserpumpe, ne? Das ist blöd. So, okay. Dann habt ihr wieder Wasser. Weil die Wasserpumpen brauchen nämlich auch extrem viel Kosten im Monat. Aber das Kraftwerk hier, das geht ja noch. Ne? 600, genau. Ist eigentlich machbar. So, dann sind wir eigentlich auch schon durch. Dann sind wir schon durch. Alles klar, wunderbar. Dann
können wir ja wieder in unsere Hauptstadt springen. So. Und, jawohl. Können wir hier mal gucken. Genau, wir brauchen natürlich wieder weitere Wohngebiete, aber wir brauchen auch weitere Gewerbegebiete. Okay. Dann würde ich vorschlagen, machen wir das mal folgendermaßen. Wir machen hier mal einiges an Plazas hin. Genau, große Plazas, weil ich würde ganz gerne hier hinter Gewerbegebiete machen. So. Das kommt halt immer gut, wenn die Einwohner hier halt große Gewerbe, große Grünflächen zur Verfügung haben. Gut. Dann machen wir Folgendes. Dann machen wir das mal so. Und das bitte damit verbinden. Genau, und das hier brauchen wir auch noch eine Straße hin. Der Bandagenblues, ach Leute. Könnt ihr mal aufhören? ich habe kein Geld mehr dafür, sowas. Ja, doch, muss ich haben. Ja, wobei, das ist das neue Krankenhaus, ne? Da können wir denen ja einfach hier unten Unterstützung hinstellen. Oder wie machen wir das jetzt am besten? Ja, stell den hier unten Unterstützungskrankenhaus hin. So, gut. Dann war ich ja hier hinten, ne? Genau, hier hinten. Da kann ich hier auch weitere Gewerbegebiete hinmachen. Das ist sehr gut, ja. Machen wir das einfach mal. So, schön mit einer Allee. Und genau. Dann hoffe ich, dass es euch gut geht, liebe Leute. Mir geht's sehr gut. Ich nehme das Ganze tatsächlich an einem Montagabend auf. Ja, Montagabend, ihr hört richtig. Normalerweise immer Sonntag. Aber wie gesagt, dieses Wochenende war ein Wrestling-Event. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ja auf Wrestling stehe. Und deshalb, ja, weil das halt in Amerika ist, ist es halt in der Nacht. Und ich war halt zu müde, um jetzt noch am Sonntag aufzunehmen. Deswegen ja, kommt es jetzt erst verspätet für mich, aber nicht verspätet für euch. Ihr seid das ja schon gewohnt, diesen Dienstags-Donnerstags-Rhythmus für SimCity. Na, von daher. Gut. Dann sind wir eigentlich gleich schon ja, noch nicht durch, aber wir können gleich mal wieder schneller schalten, um die Leute hier aufbauen zu lassen. So. Schön viele schön viele Bautstationen hier in klatschen. So, weil das ist wirklich, ja, das ist ein Erfolgsrezept. Tatsächlich. Weil Gewerbegebiete brauchen viele Kunden. Und viele Kunden kriegt man halt, wenn man, ja, viel Verkehr hat, wenn die Leute anhalten und sich was kaufen. Ne, ist halt so. Und, ja. Das ist quasi das Prinzip von Gewerbedienstleistungen. Generell auch. Gut, dann haben wir hier was im Wasser. Das ist irgendwie sehr komisch, aber na gut. Das heißt, wir brauchen noch mehr Jobs. Alles klar, dann gab es doch, dass das angeht. Gab es doch irgendeinen Tipp? Nee, gut, dann. Vierer? Sollen wir Vierer? Nee, machen wir mal Dreier, kommt. Wir machen mal Dreier. So. Dann machen wir hier vorne nochmal Bus und U-Bahn. Für die Leute. Ja, wobei, das ist jetzt. So, Bus und U-Bahn. Und ihr seht, da kommen schon wieder neue Gebäude. Das ist einfach so gut, dieser Tipp. So, dann können wir hier mittlere Plazas machen, genau. Aber wir müssen ja tatsächlich darauf achten, dass wir hier genug Umweltschutzfaktoren dabei haben. Weil sonst geht's nicht. Oh, da nochmal ein Skateboardpark rein. Warum denn nicht?
So, dann können wir hier nochmal eine neue Station hinmachen. Hier unten auch für die Hochbahn. Stadtbudget, oha, okay. Bisschen abwarten. Müssen wieder auf unsere Kohle achten hier. Ah, das ist immer... Das mit der Kohle, das ist immer schwierig. So, dann... Können wir hier noch mehr Wohngebiete gleich hinmachen. Eigentlich können wir hier auch eins mehr hinmachen. Ah, Moment. So, macht das mal so. Wenn wir Glück haben, kommt da ein großes Haus hin, wollte ich gerade sagen. Aber ne, die bauen ein kleines... Nochmal ein großes, komm. Ja, sehr gut. So muss das sein. Schaut euch das an. Budgetaussichten schlecht. Oh Mann. Ja, das gefällt mir gerade überhaupt nicht, was hier gerade abgeht. Das heißt, sorry Leute, aber Gewerbesteuern hoch. Wir verdienen irgendwie noch nicht genug. So. Wir verdienen nicht genug Geld. Deswegen... So, Gewerbesteuer hoch und... Warum verlieren wir noch Geld? Was soll das? Warum... Sorry, aber Gesundheit muss runter. So. Ja, okay. Okay, okay. Puh. So, ja, Geldbestand aus Stadttresor. Aber dann sollte das doch passen. Haben wir irgendwas, was wir hier aufbauen können? Tatsächlich nicht mehr. Ja gut, okay. Aber ihr seht, trotz der Steuererhöhung haben wir hier Gewerbenachfrage. Das ist doch top. Das ist doch richtig gut, ey. Schaut euch das an. Haha, sehr gut. Wunderbar. Um euch diesen Effekt jetzt auch nochmal zu zeigen, Freunde, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, mache ich das jetzt einfach mal so. Ihr seht, sie bauen jetzt hier gerade eigentlich schon sehr gute Häuser, ne, muss ich sagen. Auch mit armen Wohngebieten. Aber das wird jetzt gleich nochmal eine Nummer anders. Denke ich mal, wenn wir hier vorne Bushaltestelle und U-Bahn-Station hinbauen, die dann noch miteinander verbinden. So, große Verkehrsprobleme auf alle. Ja, das ist richtig klasse. Oder bringt das jetzt was? Ich bin mir nicht sicher. Ah, nee, dann haben sie schon hier wegen der Hochbahn. Okay. Dann haben sie schon wegen der Hochbahn. So. Wir brauchen eigentlich noch... Die hier, die brauchen noch ein Krankenhaus, ne? Die brauchen noch ein Krankenhaus. So, dann mach den mal Krankenhaus hier hin. So. Und dann... Würde ich einfach sagen, machen wir hier noch mehr Wohngebiete hin, weil es ist ja die Nachfrage dafür gerade da. Ne? Also irgendwie... brauchen wir gerade sehr viele Wohngebiete. Und Wohngebiete-Nachfrage sollte man immer beantworten, tatsächlich. Weil ihr seht's. Da kann man schon gut wachsen, muss ich sagen. Ja, da kann man schon gut wachsen. Und ja, das ist jetzt natürlich doof, weil wir jetzt hier keine reichen Gewerbegebiete brauchen. Aber liegt doch so ein bisschen daran, weil wir zu schnell bauen. Wir müssen mal ein bisschen abwarten hier. Denke ich. So, Freunde. Wir brauchen wieder Wasser von den Nachbarn. Die mit ihrem Wasser. Das kostet so viel, Mensch. Na gut. Aber, ja, Freunde. Wie gesagt, unsere Stadt macht sich langsam aber sicher. Und ihr seht's, ne? Ihr seht's, was hier alles aufgebaut wird. Ein riesen Bürokomplex hier. Ich meine, die gibt es hier oben auch. Aber da sind die Wohngebäude halt alle irgendwie. Hochstand, der Wohlstand ist hier nur auf 2 von 3. Ne? Ihr seht es auch, Verschmutzung Mittel. Verkehrsgeräusch hoch. Und das ist es halt. Ne?
Pendelverkehr Mittel ist auch noch in Ordnung, aber. So, wer streikt hier schon wieder? Die schon wieder, okay. Monatliche Kosten 400, ja, das passt, kommt. Dann macht den Mann nochmal zwei kleine dahin. So, dann habt ihr zumindest mal wieder ein bisschen Ruhe. So, genau. Und so können wir dann uns jetzt hier weiter aufbauen. Ha, ach, guck mal. Guck mal, da kommt wieder was. Sehr gut. Alles klar. Weiteres Gewerbegebiet, bitte. Ja, wobei, ich muss mal gucken. Die Bahn hier dürfte man nicht vergessen, dass wir die hier hinten hinziehen. So. Am besten direkt hier. Kann man das? Geht das? Nee, geht leider nicht. Okay. Ich möchte diese Platz sparen wie möglich hier. Industrie braucht Platz zu wachsen wie? Wir haben doch keine Industrienachfrage. Aber ich habe eine Idee, wie was wir hier hin machen. Wartet mal, ich habe eine Idee, wie wir das hier machen. So viel, wir verdienen nämlich gerade wieder Geld. Das ist gut. So. Dann so verbinden. Ich weiß halt nicht, ob das klappt. Ha! Wunderbar. Schaut euch das an. Wir haben jetzt hier eine Hochbahn-U-Bahn-Station. Oh, die wird genutzt. Schaut euch das an. Oh ja. 400%. Meine Güte. Obwohl die gar nicht mit der U-Bahn verbunden ist. Okay. Ist klar. Jetzt 509%. Ja, das ist schon ordentlich hier. Ist schon ordentlich, ja. Okay. Ja, öffentlicher Verkehr war ja bei uns nie ein Problem, ne? Gut. Da diese Gebäude, ja, wie gesagt, verlassen waren, habe ich jetzt mal abgerissen. So. Aber... sehr gut. Das heißt, wir können hier weiterbauen. Weiteres Gewerbegebiet. Ah, freut mich. So. So, das freut mich, dass wir jetzt hier auch genauso spielen können. Wie auch im privaten Durchgang. Ach, das ist gut, Freunde. Das ist saugut. Das heißt, wir können hier... einmal Bus, einmal U-Bahn machen, ne? Ja, ist ja gut. So. Einmal U-Bahn, einmal Bus hier vorne. Ah, ja, toll. Aber gut, ihr seht's, ne? Ich habe die Bushaltestelle hingestellt. Und schon kommt ein wesentlich schickeres Gebäude. Das ist halt hier in dem System so. Na, wegen dem öffentlichen Verkehrsmittel. Und dazwischen machen wir mal noch Plazas hin. So. Zack, 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 zack. Und ihr seht, die Gebäude sind nicht mehr verlassen. Oh, das sieht geil aus. Zwei nebeneinander, ey. Zwei von den fetten Türmen nebeneinander. Das ist natürlich schon extrem gut. So, dann produzieren wir mal Stau. Beziehungsweise Verkehr. Und ihr seht's, dadurch, dass ich die Baustation gebaut habe, ja, kommt jetzt hier wesentlich schickere Gebäude. Ist das nicht geil? Okay. Sehr gut. Das ist das. Das läuft, würde ich sagen. Das läuft, Freunde. Bauen wir hier nochmal ein paar Hochbahnstationen hin. So. Schön abgriffeln. Schön die Verdienstmöglichkeiten abgriffeln. Ja, schau dich das an. Zack hier. So, wir haben Gewerbenachfrage. Das ist sehr gut. Das ist leider verlassen. Warum auch immer. Lange Pendelstrecke. Wieso lange Pendelstrecke hier? Ach. Ah, weil sie... okay. Weil sie hier durch die ganze Stadt fahren. Ah. Die fahren mit dem Bus zur Arbeit. Ja, finde ich gut. So, alles klar. Was brauchen wir? Mehr Wohngebiete. Pff, ja. Eigentlich brauchen wir mehr Gewerbegebiete als Wohngebiete.
Shit, das können wir nicht. Okay, dann müssen wir es so machen. So, aber noch ein Wohngebiet können wir ja hier ziehen. Ne, das ist ja nicht das Problem. So, dann ziehen wir das mal hier hin. So. Wunderbar, Freunde. Industrie? Minimal. Warten wir mal ab. Ja, okay. Wir brauchen Industrie. Das heißt, wir müssen mal hier raus. Und wieder in unsere schöne Industriestadt hier. Beziehungsweise in unsere eher nicht schöne Industriestadt, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist halt eine Sache, die halt einfach da sein muss. Industrie. Will man halt nicht in seiner Hauptstadt haben, deswegen lagert man das einfach aus. So, Freunde. Wir generieren uns jetzt wieder Gewerbenachfrage durch die Industrie. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja. Na, komm schon, schneller. Schafft die Kohle schneller ran hier. Damit wir schön hier das Gebiet voll machen können. Na, sehr gut. So, 25.600, 27.200, 28.8, 30.4, okay, 32, 33.6, wir haben es gleich. Ja, fast. So, 40.000, passt doch. So, ansiedeln, los. Sehr gut, Freunde. Sehr, sehr gut. Das heißt, wir verdienen hier mehr Geld. Das finde ich noch besser. Ah, wir brauchen auch noch... Wir brauchen noch mehr. Das ist tatsächlich jetzt... richtig krass. Wir brauchen schon wieder noch mehr davon. Herstellungsindustrie, ja. Wie sind denn die Frachtwege? Boah. Ich meine, ist doch okay, oder? Oder sind die lang? Frachtwege lang, oh, okay. Ja, gut. Oh, denn das ist kein Spaß. Ach, ihr mit eurer Wasserpumpe wieder. Da, die nächste Wasserpumpe wird tatsächlich eine große werden, hier in dem Bereich. Weil es halt, ja, was soll man dazu sagen? Zone ist zu groß. So reichen Gelder, also. Weil es halt schon 10 normale Wasserpumpen sind. Ja, und bei 10 normalen Wasserpumpen lohnt sich halt eine große Welt mehr. Aber gut, wir haben erstmal die Industrienachfrage gedeckt. Und somit müsste jetzt eigentlich hier auch Gewerbenachfrage sein. Jawohl, schaut euch das an. Haben wir hier eine U-Bahn? Haben wir tatsächlich nicht. Okay, das heißt, wir brauchen hier eine U-Bahn-Verbindung. Station, okay. Ah, schaut euch das an. Jo, alles klar. Gucken wir einmal weg und schon entsteht hier sowas. Das ist natürlich schon geil, ja, muss ich sagen. Schon geil. Große Verkehrsprobleme auf Allee. Die haben natürlich keinen Job. Ne? Ah, doch hier, oder? Ah. Pendler 0. Okay. Ah, doch da. Da. Ah, das wechselt immer. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich auch die Gewerbesteuern senken, weil wir jetzt wieder genug... Oder? Nee, machen wir erstmal Gesundheit und Bildung. Das ist wichtiger. So, Gesundheit und Bildung voll. So. Alles klar. Die Gewerbenachfrage ist da. Das ist sehr gut. Das will ich nicht haben. Die Gebäude will ich nicht haben. Verdammt nochmal. So. Genau solche Gebäude will ich haben. Weil die bringen, habe ich das Gefühl, viel Kohle ein. So, Freunde. Ihr seht, wir verdienen nach wie vor Geld. Das ist natürlich mal wieder top, muss ich sagen.
eine Hochbahnstation hier reinbauen? Geht nicht, ne? Aber das hier geht. Das geht, okay. Das ist sehr gut. So, dann können wir ja weitermachen mit unseren Gewerbegebieten. Sehr gut. Sehr, sehr cool. Ja. Weiter Gewerbegebiete. Jobs für die Leute. So. Wunderbar. Jobs für die Leute. Geht arbeiten. Wollte ich gerade sagen. Nee. So, wie machen wir das denn? Bushaltestelle. Dann müsste da eigentlich auch nochmal eine Hochbahn hin, oder? Ja, mach mal. Machen wir mal eine Hochbahn dahin. Einfach bis zum Ende. Ja, dann würde ich das Ding abreißen. Ja, mach das mal bis zum Ende. So, genau. Dann die beiden miteinander verbinden. Perfekt. So, wunderbar. Dann brauchen wir U-Bahn-Verbindungen. Damit sie sich auch nicht beschweren können, dass sie die Arbeit nicht erreichen. Das ist ja aktuell in Deutschland ein großes Problem, dass nicht jeder zur Arbeit kommt, weil er die öffentliche nicht hat. So, das machen wir hier ein bisschen anders. So, und dann würde ich sagen, können wir es hochziehen. So, Gewerbe. So. Alles klar. Plazas. Und schon da, zack, seht ihr das? Es ist einfach so hilfreich. Ehrlich. Und dann hier noch schön Stau verursachen. Es ist, ja, ist zwar bescheuert, aber das System ist halt so aufgebaut. Was soll ich da machen? Was ist das denn jetzt? Niveau für Bau ungünstig wieder. Hä? Wollt ihr mich verkackeiern? Ja, dann mach halt die beiden wieder weg. Komm. Was war das denn da schon wieder? Niveau, Mensch. So, ihr habt wieder eine Straße. Gut, dann machen wir es halt. Keine Ahnung. Hier vorne. Und hier hinten, oder was? Geht da auch nicht. Geht auch nicht. Was ist denn hier los mit Niveau? Nein. Nein. Na gut, dann machen wir es hier halt. Ohne Mautstation. So. Reicht schon so. Okay, mal speichern. Und dann können wir eigentlich schon direkt weiterbauen. Wir sagen nämlich hier unten. So. Und dann tatsächlich weitere Gewerbegebiete einfach. So. Und hier oben machen wir dann, so als Abstand zu den Wohnungen, machen wir da oben dann große Grünflächen hin. Genau. Wunderbar, Freunde. Ah, das läuft. Das läuft, würde ich sagen. So, dann, jawohl, können wir verbinden. Sehr schön. Alles klar. Sims absolute Höhlköpfe. Warum das denn jetzt schon wieder? Wo denn? Bildung. Oh. Okay. Muss ich gleich mal gucken. Wo denn jetzt schon wieder? Ach, okay. Das ist kein Problem. Dann können wir euch ein kleines Krankenhaus geben. Das ist ja im Budget jetzt mittlerweile wieder drin. So. Ah, da wir wieder ein bisschen eure Ruhe hier. Wunderbar, Freunde. So, und das hier möchte ich nicht sehen, sowas. Verlassene Gebäude, Mensch. Gut, haben wir hier? Ja, wir haben hier Bildung. Okay. Was habe ich hier gemacht? Was war das denn? Hä? Wie habe ich denn hier eine Straße abgerissen? Ah, okay. Dann mach so. Na, ihr seht, die sind auch bewohnt. Sehr schön. Ach, wunderbar, Freunde, das läuft super.
Was? Wir sind schon wieder am Folgenende? Ach mein Gott, das kann nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. So schnell? Naja, gut, Freunde, okay. Dann würde ich sagen, in Anbetracht dessen, dass wir schon wieder am Folgenende sind, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, bis hier dann weiter geht's im Winter tatsächlich beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.